Hey. Wunderschönen guten Morgen. Morgen? Naja, hier ist morgen. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur Aufnahme von Let's Play Life is Futile. Erste Folge. Erster Versuch nach einigen Startschwierigkeiten mit den anderen beiden hier. Starten wir jetzt endlich mal das Let's Play Projekt. Mit dabei sind Barock Zornbold. Zornbold? Okay. Hallo. Dies wäre die Stelle, wo sie Hallo sagen. Ja. Und Yuyuka von Thal, der liebe Schattenwolf. Hallo. Ja. Ihr seht wahrscheinlich nicht viel wegen Nebel. Ich sehe auch die Sonne. Endlich. Nacht war auch lang genug. Haben uns hier am südlichsten Punkt der Insel, der Map, festgelegt. Wollen hier eine kleine Siedlung errichten und Weltherrschaft übernehmen, oder was ist der Plan? Ja, so etwa, ne? Das Übliche. Ja, ich beschaffe Futter. Meine Wenigkeit ist für den kompletten Bau verantwortlich. Und ich darf Bergbau übernehmen. Haben wir uns zumindest skillmäßig so ein bisschen geeinigt. Auch wenn ich vom Bergbau noch keine Ahnung habe, dann muss der Herr Barock mir noch helfen. Ja, das kriegen wir hin. Dann wahrscheinlich zwischendurch mal. Und Schmieden nicht vergessen. Schmieden, ja, natürlich. Ja, wir brauchen noch Eisenwerkzeug. Eisen schippen, Eisen hacken, Eisen sicheln. Ja, würde ich sagen, nicht lange jetzt rumlabern, sondern erstmal anfangen, ne? Gut, Beine. Auf geht's. Wo rennt ihr denn ganz hin? Sammelt doch erstmal Pflanzenfasern. Die können wir gleich erst sammeln. Nix. Also erst Stöcke. Erst Stöcke, genau. Dann lasst mich hier erstmal alleine, damit ich gleich gefressen werde. Ja, ich spawn direkt einen Wolf neben dir. Ja, bei meinem Glück. Ich bin auch schon da. Ja. Warte, seid ihr zum Schnappi? Ich wollte gerade sagen, seid ihr zum gleichen Baum gerannt oder was? Eigentlich nicht, nee. Da hätte ich euch zugetraut, dass ihr dann vom gleichen Baum noch die Äste abreißt. Und das Wunder, warum die so schnell leer geerntet sind. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, wer mir kommt. Achso, wir haben jetzt übrigens schon Juli, ne? Oh. Ja, haben wir 5 Monate Zeit, die Behausung zu bauen, bevor es Winter wird. Soweit die Theorie. Denn Life is Futile hat einen schönen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel und mit Monatsangaben. Es verändert sich auch das Klima, je weiter wir in der Zeit voranschreiten. Solange wie das dann nicht ist wie hier, dass man dann noch Ende April, ne, Schnee und Hagel hat. Ja, an einem Tag auf T-Shirt und kurzer Hose draußen am Arbeiten. Am nächsten Tag möchte man den Schneeanzug wieder aus dem Schrank holen. Ja. Ich habe auch gedacht, mein erstes Eis dieses Jahr wird Stracciatella. Hat nicht geklappt. Nicht so ganz. Was brauche ich denn jetzt? Steine brauche ich noch, ne? Brauchst du Flintstone, ein Stein. Bei mir sieht man, wie ich jetzt gerade wild fleißig auf dem Boden rumfliege und Pflanzenfasern sammle. Nein, nicht die armen Pflanzen. Das ist die beste Arbeit im Spiel. Gibt nichts Schöneres. Dank der Autofunktion aber wenigstens nicht mehr so nervig wie früher. Früher musste man jede Pflanzenfaser einzeln anklicken und einzeln sammeln. Inzwischen gibt es ein, zwei schöne Komfortfunktionen, da das Spiel einem echt erleichtert. Sag mal, brauche ich brauche ich irgendeinen Skill, um mir jetzt Feuersteine zu suchen? Ich war auch gerade blöd am gucken, aber ist ja Naturkunde. Ja. Ich habe noch erst überlegt, was hat Natur mit Stein zu tun, aber irgendwie gehören die ja auch dazu, ne? Nein, die werden eigentlich von Amerika produziert und auf die Welt verteilt. Ach so. Es gibt gar keine Steine, echt. Das ist ein Mythos. Das ist ein Steinmonopol, meinst du? Ja. Ernsthaft, mir misslingt das Steine suchen? Ja. Ja, auf einem Berg? Ich
Naja, du kannst ja bisher nur die lose rumliegenden Steine einsammeln, ne? Ich wechsle einfach mal die Stelle, vielleicht habe ich da mehr Glück. Ich habe schon 5 gefunden. Nanu? So, ich baue mir erstmal nur das Werkzeug, was ich auch wirklich brauche. Ah, hier. Nach Feuerstein suchen. Unter Naturkunde. Sag das doch bitte. Haben wir doch gerade. Musst du zuhören. Täuscht es mich oder ist hier direkt an der Oberfläche Kupfer? Keine Ahnung. What? Stehst du doch vor. Wo stehst du? Ja. Sieht mir aus wie eine Kupferader. Oder täuscht es mich? Wo stehst du? Da. Bei mir. Warte, ich bin auf dem Weg. Also hier sieht es tatsächlich so ein bisschen kupfern schimmernd im Boden aus. Aber das finde ich ja gleich heraus. Ich baue mir gleich eine Spitzhacke. Ich glaube, das ist Eisen. Ist das Eisen oder Kupfer oder was? Ich glaube, das ist Eisenerz. Wenn du eine Spitzhacke hast, hau dir mal ein paar auf den Kopf. Das wäre natürlich genial, ich kann, wenn du ja Eisen hättest. Das wäre mega genial. Kommen wir direkt mal zu der Hilfe. Wo suche ich jetzt nach... nach Dingens. Nach Rohstoffen. Nein, nicht so. Wie mein, ach, du meinst hier, wie du das angehst? Ja. Also ich muss ja auf den Boden klicken und dann zum Beispiel nach Eisen in der Nähe suchen. Ja, und dann zeigt er mir Erzen, an, wie genau viele Felder. Aber mit welchem Skill ist das jetzt? Hab ich nicht. Das haben sie geändert. Du musst erstmal den Tunnel graben. Ich wollte gerade sagen, muss ich erstmal im Bergbau gucken. Ja. Bevor du Möglichkeiten hast, nach Eisen, Kupfer, Marmor zu suchen. Ja, du musst erst das graben und sowas haben. Das ganze Skillsystem ist ja umgebaut hier. So lange nicht mehr gespielt, ich hab das auch nicht mehr so alles 100% im Kopf. So, das war eine primitive Schaufel. Aber ich kann uns schon mal Fische besorgen. Wey. Wir können sie nur noch nicht zubereiten. Ja, ein Feuer machen ist ja wohl das geringste Problem. Doch, das brauchen wir dann nicht, ne? Doch. Brauchen wir auch. Aber ein Kochtopf herstellen ist nicht das Problem. Für einen Fisch brauchen wir keinen Kochtopf, da brauche ich nur Ast. Also ich gehe erstmal ein bisschen angeln. Vielleicht fange ich ja schon ein, zwei. Aber mit Skill 0 sehr unwahrscheinlich. Vielleicht kommt er nach 2 Minuten wieder. Ich hab 10 Fische. Das wäre cool. Aber bei meinem Glück habe ich wahrscheinlich jetzt erstmal 20 Leerrunden, bevor ich überhaupt einen kriege. Oh, Mensch. Versuchst durch kräftiges Ziehen einzuschätzen, ob du die Halme, die du gefunden hast, stark genug sind. Nix zustimmend. Diese Halme sollten ihren Zweck erfüllen. Und greifst voll ins Wespennest. Oh nein, direkt das nächste Ereignis. Du fühlst ein plötzliches Stechen in einer weichen, privaten Gegend deines Körpers. Verdammt! Du beginnst dich wie wild zu kratzen. Oh nee. Doch. Ich hab direkt Blutegel. Oder was ist das? Sackratten. Also wirklich? Was, müssen wir das auspiepen? Nein. Piep. Ich würde sagen, sowas ist doch noch nicht FSK 18, oder? Hast du vor, ein Spiel ohne Altersbeschränkung zu einem FSK 18 Let's Play zu machen? Könnte man hinkriegen. Kriegen wir hin. Warte mal ab, wenn ich mal wieder so richtig ausrage hier. So, dann fange ich jetzt mal an, hier ein bisschen zu terraformen Handwerk, nachdem ich mich erstmal ausgerüstet habe, nachdem ich das ganze Werkzeug gebaut habe. Ja, die Qualität der Sachen, die man so sammelt am Anfang, die ist auch einfach unterirdisch, ne? Geil, wa? Die sucht ihresgleichen. Aber ich glaube, der Nebel verzieht sich so langsam. Jetzt ist nur noch über dem Wasser so richtig Nebel. Wey, kein englisches Wetter mehr. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden.
So, wir gucken uns jetzt einmal kurz den Boden an. Das ist jetzt hier unser Baugrund. Und damit wir hier irgendwo was bauen können, muss das alles gerade sein. Das ist Quatsch. Bester Job. Yep, Terraforming. Terraforming für Anfänger. Ja, Angeln ist auch nicht wirklich spannender als hier, ne? Stock ins Wasser halten und gucken, ob was beißt. Das ist halt am Anfang so. Aber zum Glück hat man am Anfang ja ein bisschen Startverpflegung. Sonst würden wir, glaube ich, echt in der Röhre gucken. Ja, toll. Auf jeden Fall. Die Startverpflegung nur. Zwei Kekse und einmal gebratener Lachs. Ich wollte sagen, das ist gar nicht schlecht. Das haut richtig rein am Anfang. Es gibt, glaube ich, 50 Punkte oder was, das eine Gericht. Die Kekse sind ein Witz, aber zumindest das andere. Also ich glaube, ich bin mit meinen 20 Leerversuchen gar nicht so schlecht. Hast jetzt noch nichts gefangen? Noch nicht ein. Aber mein Angeln-Skill ist auch, ne, legendär. Schlecht. Kommt Zeit, kommt Skill, kommt das Fischerglück. Ich glaube, ich erfinde das Plateaubauen. Erfinden? Wieso genau kann ich den Stollen hier jetzt nicht graben? Du bist überladen. Jetzt fängt er an. Ich glaube, ich stand einfach nur auf dem Feld und hab's blockiert. Steht das nicht unten rechts in deiner Liste? Nö. Okay, das mit Fischen wird, glaube ich, echt nichts. Also ich mache jetzt noch zwei Versuche, wenn ich da nichts finde, werde ich erstmal ein bisschen Salate und so pflücken gehen. Nee, an der Stelle hier finde ich nur Stein. Also kommt kein Eisen, kein Kupfer raus. Also ich glaube, in dem Wasser hier gibt es gar keine Fische. Das ist ein verdammter Ozean. Ja, zu viel Plastik drin anscheinend. Ich bezweifle, dass in diesem Ozean Plastik ist. Echt? In dem? Im Jahr 1036? Ja, Zeitreiseplastik, kennst du das nicht? Nein. Vom Thermalstrom in die Vergangenheit getragen. Klar doch, und gleich landet die Enterprise bei uns. Ja. Und bringt uns was zu essen. Und ihr werdet angeklagt, dass ihr... nein. Töten. Töten ist das richtige Wort. Also gewaltverherrlichend. Life is Feudal ist denn? Ein ruhiges, friedliches Spiel. Ja. Bis da mal so ein Wolf auftaucht und dir in den Hintern beißt. Du musst ihn ja nicht jagen. Nein, aber er jagt dich. Hätte ich von meinem Hintern fern. Schmeckst du nicht. Was war das denn jetzt für ein... Na, wenn so ein Wolf auftaucht, weil es ein Schattenwolf ist, bin ich besorgt. Tja. Ich bezweifle, dass der dir in den Hintern beißt. Ich hoffe, dass er es nicht tut. Wuff, wuff. Oh ja, Bodenplanieren ist so eine interessante Arbeit. Was soll ich denn sagen? Don't. Ich suche die ganze Zeit im Rasen rum und fange nichts. Ich finde nicht mal irgendwie eine essbare Wurzel. Wie bitter ist denn das bitte? Hast du dir bei der Erstellung deines Lebens die falschen Werte von Gott geben lassen? Nein. Ach, verdammt. Schön, wenn man ein paar Schritte zur Seite geht, um die Erde abzuladen und dann vergessen hat, wo man gegraben hat. Mist! Muss mir einen offensichtlichen Punkt aussuchen.
Nehmen wir einfach mal das. Die Holzhütte. Welche Fähigkeit war denn nochmal Holzhütte? Warte, guck. War beim Skillbaum. Zimmer? Ah, Zimmern, ja. Zimmern, Einfache Holzgegenstände. Nein, 60. Steinobjekte und anspruchsvolle Holzkonstruktion. Ein Haus ist eine anspruchsvolle Holzkonstruktion? Ich weiß nicht, ob du 30 oder 60 brauchst, kann ich jetzt nicht sagen. Also so klar, so ein mehrstöckiges Haus aus Holz ist sicher anspruchsvoll, aber... Ich habe einen Kohl gefunden. Kohl. Kohlsuppe. Wisst ihr noch, wie viel Grundfläche eines der Häuser brauchte? War das 3x3? Oder 4x4? Nee. 4x4. Ja, ich meine 4x4 oder 4x3, ja. Oh, ich glaube, ich habe noch einen Kohl gefunden. Nee, doch nicht. Oh. Also hier, ich habe schon mal einen Kohl, aber den müssen wir uns alle drei teilen. Toll. Eine Drittel Kohlsuppe. Ich stapel jetzt einfach mal meine Sachen hier im Inventar, weil die Qualität ist sowieso all für den Arsch. Oh. Du weißt ja. Überladen. Aus einem Level 1er Kohl können wir, wenn wir sie gezogen haben, ich glaube, aus einem Level 2er Kohl uns einmal Setzlinge machen. Der ist sogar Level 16. Wow. Ja. Oh. Ah, was mache ich denn schon wieder? Ich glaube, die Felder, die werde ich hier unten im Tal anlegen. Oder wo? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Weil hier ist eine schön offene Fläche. Ja, da wo wir gespawnt sind, nur nicht unbedingt auf dem Hügel, ne? Nee, auf dem Hügel wollen wir was anderes bauen nachher. Ja, irgendwie davor auf der Ebene. Ja, die ist nämlich schön weit. Ich bin schon wieder zur Hälfte überladen mit Erde. Ich flipp hier aus, wenn ich hier bald nicht was finde. Warum soll ich wundere mich, warum ich so schnell überladen bin. Warum nicht? Ausflippen macht Spaß. Ja, eben. Das ist entspannt. Vielleicht war es die falsche, weil dir den Skill für Ests suchen zu geben. Vielleicht brauchst du was Spannenderes. Ja, dazu gehört ja auch Jagen, ne? Das können wir machen, wenn das Grundgerüst steht. Ich wollte gerade sagen. Erstmal brauchen wir so grundlegende Sachen zum Überleben. Dann. Ich sehe schon, in einer halben Stunde steht er mit einer Schleuder vor einem Bären und killt ihn. Wieso mit einer Schleuder? Eine halbe Stunde? Da habe ich eine Armbrust. Wollen wir eine Wette eingehen? Ich wette dagegen. Entspannte mit einer Spitzhacke auf den Boden einschlagen. Und schon wieder überladen. Schön. Das ist aber echt eine weite grüne Fläche hier unten. Das ist echt gut für die Landwirtschaft. Ich bin froh, dass ich da unten nicht terraformen muss. Ja, ich muss ja nicht viel terraformen. Ich brauche das hier nur grob einzäunen dann. Für die Optik. Yep. Und dank der Autofunktion kann man auch ganz gemütlich mal eben Kaffee trinken gehen und dabei Stöckchen sammeln. Wenn du so eine Qualität 100 Eiche hast, ja, da kommen ja ein paar Stöcke raus. Ich wundere mich die ganze Zeit über diese Sounds, die ich hier habe. Ich schütte Steine auf den Boden und das rollt ewig weit runter bis ins Tal. Echt? Ja. Und war das, hast du jetzt ausprobiert, ob das Eisen war? Ach, kannst du noch nicht, ne? Doch, hatte ich schon ausprobiert. Also bei Stollengraben zumindest kriege ich nur Erde und Stein raus. Oh, schade. Okay. Also ich bin jetzt an einen Punkt gegangen, wo es vielleicht mehr Sinn macht, dass da eine Mine für Stein sein könnte. Wo wir nicht so viel abstützen müssen. Und dann mal gleich gucken, ob mein Skill hoch genug ist, dass ich zumindest
Erdschätze aufspüren kann. Ja, ich steigere gerade mein normales Handwerk. Aber was mir noch so nebenbei auffällt, wir sind übrigens gerade bei 20 Minuten. Das wollte ich auch gerade sagen. 20 Minuten und ein bisschen. Ist die erste Folge ja auch schon wieder fast vorbei. Ja. Ich lade noch eben meinen Kram ab, geh runter zum Yuyuka da unten. Bist du das? Ah, ja, 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 ich bin der auf der großen, weiten Fläche unten. Und dieser Steine-Runterroll-Sound hört nicht mehr auf. Der ist endlos. Solltest du weniger, naja, du weißt schon, weniger Steine-Tüten tragen. Na, Quatsch. Ich muss mich auch mal kurz lernen machen, ich bin auch kein Bananen. Erde ist schwer, wusste ich gar nicht. Ja, wir sollten uns irgendwie noch absprechen, wo wir dann Ressourcen, die wir nicht brauchen, hinhauen. Also Erde nicht an den Hang, dann habt ihr ewig den Sound. Das ist ja lästig. Oh, das kommt aber alles nichts. Wir sollten ein wenig unseren lieben Zuschauern zumindest für die erste Folge auf Wiedersehen sagen. Zumindest so in der Art. Ich gucke dir doch beim Schaufeln zu. Schön, ja, machst du das. Gut, oder? Schön machst du das. Gut, bin frei. Wollen wir runter zu Herrn Barock? Jo. Ja, ich komme euch auch schon entgegen. Ich habe aber noch ein paar Äpfel gefunden. Oh, Äpfel. Du hast eine dezente Antenne auf dem Rücken. Ja, ne? Ich glaube, das nennt man Angeln. Das für den guten Empfang. Ah, Quatsch. Wovon? Empfang? Wovon? Vielleicht kriege ich hier WLAN. Wo steht der Router am Berg? Mal gucken. Ja, okay. Wir bauen auf der Spitze des Berges eine Empfangsanlage. Wunderbar, das nehmen wir in der nächsten Folge in Anspruch. Dingens. Ach, Wörter fehlen. In Angriff. Und dann sagen wir mal für heute tschüss. Wir sehen uns wahrscheinlich dann wieder. Und bei der nächsten Folge, ja. Bei der nächsten Folge, ja, spätestens. Genau. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.